Liebe Gastronomen, liebe gastrointeressierte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer neuesten Sendung. Das Augenmerk legen wir heute auf betriebswirtschaftlich erfolgreiche Gastronomiekonzepte. Wir nehmen zwei bunte Gastwirte genauer unter die Lupe, die mit ihrer Tätigkeit immer wieder am Rampenlicht stehen und in der Öffentlichkeit stattfinden. Erfolgsgeheimnis: Wie die Fernsehköchin Metta Hildebrand zur eigenständigen Marke avanciert. Expertentalk. Wir wollen es genauer wissen. Metta im Gespräch. Jüngster Streich. Warum es Rolf Hiltl immer wieder gelingt, im Gespräch zu bleiben. Wir haben natürlich unser Buffet mit 90 Spezialitäten. Sie ist momentan in aller Munde. Metta Hildebrand. Ihres Markenzeichen sind die orangefarbigen Haare. Im deutschen Fernsehen hat sie den bekannten Fernsehkoch Tim Melzer in der Sendung Kitchen Impossible so richtig abserviert. Seitdem vergeht kaum ein Tag, wo sie nicht irgendwo in der Schweizer Medienlandschaft anzutreffen ist. Mühsam. Dabei möchte sie doch eigentlich nur eins, nämlich weiterhin ihre Gäste in ihrem Restaurant Le Chef verwöhnen. Im Restaurant Le Chef ist sie der unangefochtene Boss. Aber auch sonst hat die 32-Jährige gerne die Hosen an. Denn der beste Weg, die Zukunft hervorzusagen, ist, sie gleich selber zu gestalten. The best way to predict your future is to create it. Ja, es ist relativ einfach. Ich finde, jeder sollte machen, was er will und was er gerne macht. Also du bestimmst, was deine Zukunft bringt, also form sie. Mit ihrem auffälligen Look passt die Fernsehköchin wunderbar in den Kreisreib. Le Chef, ein Ort, der schon lange nicht mehr nur ein Geheimtipp ist. Ich finde den Kreis 4 einer der allerschönsten Kreise. Und so Leute wie ich passen gut dahin. Grosse Gücke, orange Haare, das passt in das Kreis Keib, das wir eigentlich nennen. Und von dem her, ja, vielleicht ist das Restaurant Le Chef ein bisschen schicker als die meisten, aber es hat doch ein paar versteckte Geheimtipps dahin. Das Restaurant trägt die Handschrift der Perfektionistin. Violett ist die dominierende Farbe. Bevor die Gäste kommen, legt Metta selber Hand an. Die Liebe zum Detail, allgegenwärtig. Ich würde sagen, die Liebe zum Detail ist ein bisschen krampfhaft, ein bisschen übertrieben, aber das bin ich. Wird diskutiert? Ich glaube, die einen Gäste schätzen es sehr und sehen das Detail auch. Und die einen Gäste sehen es halt nicht. Man kann auch nicht von allen ausgehen. Aber ich sage immer dazu, am Ende des Tages gehe ich mit mir selber ins Bett. Und wenn ich ins Bett gehe, werde ich zufrieden sein mit dem, was ich geleistet habe. So. Also, heute Abend haben wir den Joachim, der kommt. Mhm. Dann das Museum, die haben vorbestellt. Aber auch in der Küche ist Metta spür- und fassbar. Ihr Team weiß Bescheid, worauf der kreative Wirbelwind Wert legt. Langweilig wird es mit Metta bestimmt nicht. Jeden Tag was Neues, aber auf jeden Fall herausfordernd tagtäglich. Ja, aber ich habe es wirklich sehr, sehr gut mit ihr. Aber ja, wie gesagt, manchmal stressig, manchmal entspannt. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Seit ihrem erfolgreichen TV-Auftritt in der Sendung Kitchen Impossible mit Tim Melzer wird es noch ein wenig herausfordernder. Es reisen sogar Fans aus Deutschland an, um die verrückte Nudel hautnah zu erleben. Das Klientel ist internationaler geworden und ein bisschen bunter. Und es hat vor allem Leute runter, die so eine Restaurant-Checkliste haben, wo sie überall hingehen wollen. Bunter, das kommt Ihnen ja sehr entgegen. Das hat was, ja. Also das Klientel hat verschiedenste Alterskategorien und verschiedenste Wünsche. Und ja, dazwischen noch unsere Stammgäste. Zu den langjährigen Stammgästen gehört dieser Herr. Das sieht doch fein aus. Zur Vorspeise gibt es Duett vom Frischlachs und vom Tuna auf einem Mousse mit Wasabi und Erbse, basisches Frischkäse. Dazu gibt es Röstzwiebeln und Sprossensalat, abgerundet mit Honig-Vanille. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich. Der Gourmet und Genießer ist immer schon ein großer Fan von Metas Küche. Ich finde es wunderbar, dass sie jetzt den Erfolg hat, weil ich der Meinung bin, sie verdient ihn. Sie hat extrem viel investiert. Ich finde, sie ist ein toller Mensch. Die Begeisterung, die sie für ihre Arbeit entwickelt, findet man heute sehr selten.
Ich weiß aber auch, wie sie ihr Geschäft führt und das finde ich sehr professionell, sehr menschenorientiert, rundum eine ganz tolle Person. Solche Komplimente sind der Lohn für viel Fleiß und Durchhaltewillen. Gespickt mit einer gehörigen Portion Individualismus macht es Meta Hildebrand zu dem Menschen, der sie heute ist, nämlich einzigartig. Wir haben die Gelegenheit beim Orangen Schopf gepackt und noch mehr über das Erfolgsgeheimnis von der Meta erfahren wollen. Gegenüber von ihrem Platz genommen hat Andreas Krummes. Da kommt unser Expertentalk. Also Meta, du bist ja mega erfolgreich im Moment. Du bist in allen Medien präsent, sei es in Deutschland auch oder in der Schweiz. Musst du jetzt als Gastronomin überhaupt noch arbeiten oder kommen die Millionen einfach so auf dein Konto? Ja, ich glaube, das ist etwas, wo sich alle Leute ein bisschen täuschen. Also nur weil jetzt irgendwie gerade die Medien darüber berichten, heisst das ja nicht, dass mein Bankkonto voll ist. Von dem her, wie du siehst, sind wir ja auch im Restaurant bei mir und ja, ich muss arbeiten. Aber es gibt natürlich einen grossen Vorteil, wenn man mehrere Jobs bekommt, schafft man etwas anders oder an einem anderen Ort. Also das heisst, du siehst doch relativ viel neben deinem gastronomischen Alltag, den du hier in deinem Le Chef jeden Tag eigentlich erleben kannst. Also man kann sagen, der Bekanntheitsgrad hilft, dass das Leben noch etwas abenteuerlicher wird. Also das heisst, du musst trotz allem der medialen Präsenz doch noch ein bisschen arbeiten in deinem Betrieb. Ist jetzt mediale Präsenz, was du im Moment bekommst, Fluch oder Segen? Es ist beides ein bisschen. Also es ist noch schwierig eigentlich, um so eine Antwort darauf zu geben. Also einerseits ist es natürlich lässig und toll. Wiederum habe ich jetzt diese Sendungen nicht gemacht, weil ich irgendwie unbedingt in die Presse will, sondern einfach, es vor allem um Challenge geht und ums Kochen. Also mich kennt man eigentlich aus den Medien nur wegen dem Kochen. Also suchst du auch die Herausforderung, willst auch an deine Grenzen gehen und darum stellst du dich eigentlich auch dem. Hat natürlich auch eine gewisse Gefahr. Ich meine, dass die Sendung mit dem Tim Mälzer hätte natürlich in eine ganz andere Richtung gehen können. Also Mut gehört auch dazu. Ja, das ist so. Und ein Feigling bin ich nicht. Nein, das stimmt definitiv und aus meiner Sicht auch Kompliment, wie du meinem Landsmann da Parole geboten hast. Heißt das eigentlich auch, dass du dieses Engagement nicht nur wegen der medialen Präsenz machst, sondern auch um deine Ziele, deine Individualität so leben zu können als Gastronomin, wie du das in deinem Betrieb eigentlich machst? Also einer Quersubventionierung. Also das oberste Gebot in meinem Leben ist eigentlich zu machen, was ich gerne mache. Und das ist natürlich grundsätzlich das Kochen. Und damit das Essen auch jemand natürlich geniessen kann, ist das Restaurant natürlich das Päckchen, das zusammengehört. Aber ja, es ist schon so. Also die vielen kleinen Details, die da im Restaurant rumstehen, die finanzieren sich nicht allein durch den Gast. Und mit diesen Fernsehauftritten und diesen Pressearbeiten, die ich unternehme, komme ich natürlich ein paar Batzeli über, die ich dann da wieder investieren kann, sei es für einen neuen Anstrich, für neues Porzellan oder einfach mal schlecht kalkulieren, wenn es auf den Teller kommt und man halt ein bisschen Teures auf den Teller tut, als eigentlich korrekt wäre. Also es tut dir eigentlich deine eigene Freude verhelfen zu realisieren. Also ich bin kein klassischer knallhärter Gastronom. Das ist auch der Grund, warum ich nicht 20 Restaurants habe wie andere. Ich mache es nicht mit der Masse, sondern mit der Leidenschaft. Und auf die kleinen Details kann ich nicht verzichten. Und wenn ich das müsste, dann würde ich glaube lieber aufhören. Und eigentlich lebt ja unsere Branche auch von der Leidenschaft. Weil wenn Leidenschaft nicht im Betrieb ist, dann ist es eigentlich ein kaltes Konzept. Aber es gibt eine wirtschaftliche Leidenschaft und es gibt eine persönliche Leidenschaft. Und bei mir ist die persönlich wichtiger. Das ist natürlich hervorragend. Das, ich glaube, das spürt natürlich dann auch der Gast. Was würdest denn du den Gastronomen da draußen mit auf den Weg geben? Ich meine, Gastronomen, Köche sind ja im Moment recht medial unterwegs. Man hat das, glaube ich, vielleicht auch ein fremdes Bild von dem. Das kann auch relativ gefährlich werden. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du einem jungen Koch oder einem jungen Gastronomen einen Tipp geben würdest, der jetzt diesen Weg der medialen Präsenz gehen will? Also man muss sich bewusst sein, dass wenn man den medialen Weg geht, dass natürlich kein Privatleben mehr herrscht. Ich verstehe das zwar selber nicht, warum die Leute sich für mein Privatleben so grauenhaft interessieren und schlussendlich dann leider auch mehr darüber schreiben als über Erfolg und über Essen. Aber ich glaube, das ist eigentlich das, wo man sich am ersten muss bewusst sein. Also es interessiert plötzlich alle, was für eine Unterhosenfarbe du anhast, aber du willst eigentlich den Leuten erzählen, was du Neues kochst. Das ist so ein Widerspruch. Also wahrscheinlich am Anfang auch eine andere Wahrnehmung gewesen, als du da eingestiegen bist, als sich nachher die Realität sich ein bisschen dann auch bewahrt hat.
Also ich meine, bei dem Einstieg, den ich gemacht habe mit dieser Medienpräsenz, ist es für mich eigentlich immer nur darum gegangen, zu kochen. Ich war mir gar nicht bewusst gewesen, vor 10 Jahren, als ich meine erste Kochsendung gemacht habe, in welchem Rahmen dass sich das entwickeln kann, geschweige denn, wie gross das so etwas werden kann. Aber ja, am Schluss war es immer so gewesen. Hauptsache, ich habe meine Pfannen und meine Zutaten. Um nichts anderes geht es. Ist denn das jetzt was Nachhaltiges oder ist auch die Gefahr da von einem kurzfristigen Hype? Man ist überall präsent und fällt danach in ein tiefes Loch. Und was musst du dafür tun, dass das eben auch so weitergeht? Also ich glaube, die Schwierigkeit, um es so lange zu schaffen, wie ich es jetzt doch schon mache und hinkriege, ist eigentlich immer wieder etwas Neues zu generieren, etwas den Leuten auf Lager zu haben, zum erzählen und natürlich nicht langweilig zu sein. Und da muss man sich gut bewusst sein, also dass man eigentlich mit etwas, was man einmal gemacht hat, nicht Langzeiterfolg hat, sondern man muss dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist so, man darf nicht aufgeben, oder? Genau. Und vielleicht auch hat noch ein Aspekt, Frau und Kochen, ist ja auch nicht so, dass es hunderte von Frauen gibt, die medial präsent sind oder das überhaupt sein können. Ich denke, das muss man ja auch noch können. Das ist ja nicht nur so, dass man die Möglichkeit bekommt, sondern muss dann umsetzen können. Das Thema Frau auch noch eine große Rolle mitspielt. Spielt, dass du die Aufmerksamkeit erhältst? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also, ob der Frauenbonus jetzt in diesem Fall wirklich hilft. Ich glaube, wenn, dann ist es vielleicht höchstens bei mir der Farbbonus. Also, ich bin bunt, ich bin schrill und ich bin laut und ich bin wahnsinnig ehrlich. Und von dieser Sorte gibt es nicht sehr viel. Aber sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, der Grund, warum mehr Männer auf dieser Fläche ist, es hat einfach schlichtweg auch mit dem Kinderwunsch zu Mutter Natur. Mit 30 tickt irgendwann die Uhr. Und mit 30 ist eigentlich so ein bisschen der klassische Küchenchef-Erfolg am Grosswerden. Und dann hast du die Wahl zwischen Familie und Geschäft. Und was ist denn bei dir? Tickt denn da bald die Uhr und hören wir was von Meta Hildebrand und Familie und viele kleine Kinder? Also ich meine, auch meine Uhr tickt. Und klar, auch ich höre den Sekundenzeiger immer wieder. Aber ich glaube, ich lasse mich nicht so unter Druck setzen. Und wenn ich ehrlich bin, klar will ich Kinder, aber wenn ich meine Angestellten anschaue, muss ich sagen, ich habe auch schon ganz viele Kinder und die muss man zum Glück nicht mehr wickeln. Jetzt tust du dich ja noch nebst deinem Restaurant und deiner medialen Arbeit auch noch für andere Sachen engagieren. Ich habe gesehen, du engagierst dich für NS-Koffier, eine Gruppierung in der Schweiz, wo ja eigentlich so eine Altherrenversammlung ist, von der Wahrnehmung. Meta, engagierst dich da? Warum? Ja, also ich bin sicher nicht ein sehr traditioneller Mensch, aber es gibt gewisse Sachen, die man nicht vergessen darf. Wir haben so ein paar Urgesteine an Köchen und Gastronomen, die irgendwann auf dieser Welt mal gross geworden sind. Darunter ist auf jeden Fall auch der Escoffier. Und mit seinen Soßen hat er meiner Meinung nach eine grosse Geschichte geschrieben. Und darum ist es eine gute Sache, dort dabei zu sein. Und es geht ja eigentlich darum, beim Le Disciple Escoffier, dass wir untereinander unsere Kochsachen teilen, dass wir den Stolz zum Beruf wahren. Und das mache ich auch. Und eben, wie du es selber gesagt hast, es ist eher so eine ältere Versammlung. Warum soll denn nicht die Türen aufgehen für Frischfleisch? Und ich glaube, dann als passender Kommunikator bin ich sicher die Richtige. Super. Das merkt man ja auch. Sie lancieren ein Event, einen Kochwettbewerb. Young Talent heißt das Ganze. Da bist du auch mit involviert. Warum in diesem Wettbewerb und nicht in den vielen anderen Kochwettbewerben, wo es für die Jungen gibt? Also ich bin ein wahnsinnig ehrliches Geschlecht. Ja. Und ich bin doch schon in paarne Jurys gewesen und ich muss sagen, auch wenn man sagt, es ist ehrlich, es ist oftmals nicht ganz ehrlich. Ja. Und mit dem kann ich nicht sehr gut umgehen und ich hoffe, dass wir mit dem neuen Schritt, gerade mit Escoffier, Weichen können stellen, was für die Zukunft stimmt. Einerseits eine neue Generation, es die Heim gibt, eine Möglichkeit, sich können zu präsentieren und wo wirklich auch noch Fachwissen und Kompetenz und nicht nur Netzwerk bewertet wird. Super, da bin ich gespannt. Ich denke, da wird man von den Escoffiers in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr hören im Markt. Ich hoffe es. Dann bist du ganz neu auch mit dabei in der Jury vom Best of Swiss Gastro. Das ist ja auch ein ehrenamtliches Engagement. Warum engagierst du dich beim Best of Swiss Gastro? Also ich glaube, die Gastronomie-Szene in Zürich hat weitaus mehr zu bieten. Und ich finde auch in dieser Juryrunde, dass etwas Wildes, Lebendiges wie mich sicher nicht fehl am Platz ist und nicht schaden kann. Und ich finde es spannend, mal hinter die Kulissen zu sehen und gleichzeitig natürlich auch die Bewertung von einer anderen Sicht auszumachen, als jetzt der Gast, der in dem Sinn so einkehrt, sondern wirklich zu hinterfragen, um was es geht. Weil die andere Seite hast du ja schon mal miterlebt. Du hast ja glaube mit einem oder sogar mit zwei Betrieben beim Best of Swiss Gastro schon aktiv teilnehmen können. Und jetzt einfach mal der Blick hinter die Kulissen. Genau. Das wäre es eigentlich schon gewesen, meine kleinen kritischen und vielleicht auch freundlichen Fragen. Ich würde ganz gern mit dir noch auf deinen Erfolg, wo ich Hochachtung vorhabe,
Nein, das ist auch ganz ehrlich jetzt gemeint. Das muss man erstmal machen. Auch all die, die dann sich die Münder zerreißen, die gibt es ja auch. Stellt euch hin, macht das, zeigt das in der Klasse, wie du das eigentlich gemacht hast. Also meine Hochachtung davor, Meta, und da würde ich auch sehr gern mit dir drauf anstoßen. Auf Gastronomie. Auf die Gastronomie. Zum Wohl, Meta. Zum Wohl. Jetzt kommen wir zu einem Gastronom, der ebenso häufig wie Meta Hildebrand in den Medien stattfindet. Und zwar schon wesentlich länger. Es ist der Rolf Hiltl, der von einigen auch gern der Veggie-Papst genannt wird. Er und seine Familie sind mit dem Gastrokonzept seit Jahren so erfolgreich unterwegs, dass sie ständig expandieren. Das jüngste Baby ist nämlich das Lokal in der legendären Zürcher Silpost. Die Eröffnung ist im grossen Stil gefeiert worden, natürlich auch mit uns. Champagnertaufe für das mittlerweile siebte Hiltl-Lokal. Der Erfolg scheint nicht abzureißen. Dabei war der vegetarische Frühstart alles andere als ein Selbstläufer. Ja, ich habe einfach nicht gedacht, dass das Vegetarische und das Vegane so raufkommt, oder? Und damals, 1898, zu Gründerzeiten, war Hiltl der Wurzelbunker gewesen. Und gestern waren Grasfresser und heute ist es im Trend. Und ich denke, mein Urgroßvater würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen würde, wie das heute abgeht. Dem Opa würde das wohl gefallen. Rolf Hiltl macht den Vegetarismus erfolgreich und sich selbst zur Marke des Erfolgs. Ich würde schon sagen, also das Wichtigste ist, dass man sich klar profiliert und abgrenzt und weiß, was man will und wer man ist. Dass man das auch durchzieht und nicht alle drei Monate ein bisschen den Kurs wechselt. Und der Rolf Hiltl ist natürlich jemand, der das nicht nur er, sondern schon seine Generationen vorher haben das gemacht. Und hat durch das natürlich auch noch den zweiten Aspekt, und das ist eine Marke. Er ist heute eine Marke, er garantiert Qualität, er garantiert Professionalität. Und wenn man ihm auch ein bisschen zulässt und zuschaut, er ist einfach auch Leidenschaft pur und das ist es. Erfolgsrezept Nummer 1 also. Mit viel Leidenschaft an der eigenen Marke festhalten. Absurderweise heißt das, es ist genug Fleisch am Knochen, dass sogar die nicht-vegetarische Prominenz gerne dabei ist. Also ich bin alles andere als ein Gourmet. Ich finde es gut, wenn auf einen gekocht wird. Ich finde, vegetarische Sachen sind gesund, aber ich sage ja genau, also gut, ja zu Fleisch. Und im Hiltl gibt es ja auch Fleisch, nämlich Veggie-Fleisch. Ob das absurd ist oder nicht, das müssen andere beantworten, aber es ist eine Tatsache. Erfolgsrezept Nummer 2. Tradition und Altbewährtem. In jedem neuen Betrieb braucht es auch Innovation und eine gute Prise Ehrgeiz. Ja, also wir sprechen natürlich insbesondere Pendler an. Es ist eine Anlage. Und haben natürlich unser Buffet mit 90 Spezialitäten, heiß und kalt, Dessertbuffet. Speziell da ist sicher, das sieht man auch im Hintergrund, wir legen sehr viel Wert legen auf Kaffee, auf ganz guten Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich das so darf sagen. Unser internes Ziel ist, dass wir mehr Kaffee und besseren Kaffee verkaufen als Starbucks, der ja gerade nebenan ist. Und hoffen wir natürlich, dass wir das erreichen. Erfolgsrezept Nummer 3. Ein gutes Gefühl für das Ambiente und eine sorgfältige Wahl der Location. Es ist ein unglaublich tolles Gebäude mit einer Geschichte. Es hat die beste Adresse, gerade neben dem Bahnhof. Und ich finde es schön, dass man viel Altes hat lassen und etwas Neues reingebracht hat. Ich finde es sehr ein gelungener Mix vom Gebäude her und natürlich auch, was das Essen angeht. Finde ich sehr gut. Extrem viel Know-how hier innen, architektonisches. Und Highlight, vorne die Anzeige, die extra vom Flughafen Köln-Bonn jetzt da anzeigt, wem der nächste Salat parat ist. Ein Großteil des Inventars stammt aus der Silpost selbst. Rolf Hiltl hat sich diverse Trouvaillen von der damaligen PTT geschnappt und die Möbel dann über 20 Jahre eingelagert. Und dann ist noch eine lustige Anekdote. Es ist ein PTT-Schild, das dort vorne ist. Das war draußen, das offizielle PTT-Logo. Und dann haben sie gesagt, das darf ich nicht haben. Das ist Staatseigentum. Und dann habe ich gefunden, okay, respektiert. Und dann bin ich noch mal geschaut. Zwei Tage später ist sie in der Mulde gelegen, teilweise kaputt. Und dann habe ich es einfach mitgenommen. Und so lautet Erfolgsrezept Nummer 4. Die eigenen Ideen mit einer gehörigen Portion Frechheit durchziehen.
Egal, was andere denken. Das hat sich wohl auch Sven Epinay vorgenommen. Denn offensichtlich pfeift er auf den Dresscode des Abends, die 30er Jahre. Mein Outfit ist überhaupt nicht 30er Jahre, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe eine halbe Stunde vorher nochmal die Einladung gelesen und gesehen, wow, 30er Jahre. Und ich habe dann gefunden, wenigstens ein Flüge, das hätte es schon dann gegeben. Wahrscheinlich hat es gelangt, ein weisses Hemd mit Hosenträger. Ich wäre näher am Motto gewesen. Aber immerhin, ein bisschen Flüge. Ein Hauch 30er ist dabei. Rechtfertigungen sind unnötig, Herr Epinay. Denn was man an diesem Abend von Gastgeber Rolf Hiltl lernen kann, auch gegen den Strom zu schwimmen, kann ganz schön erfolgreich sein. Tja, das wär's gewesen von unserer Sendung über Gastronomen, die mit grossem Erfolg an der Oberfläche schwimmen. Wenn auch Sie das Gefühl haben, dass auch Ihren Betrieb eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, ja dann einfach bei uns melden. Auf unserer Website von Bester Swiss Gastro finden Sie alle notwendigen Informationen dazu. Wir sind gespannt und wünschen Ihnen vorerst weiterhin viel Erfolg. Auf Wiedersehen miteinander, bis zur nächsten Sendung.